Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von SchafTV. Ich bin die Sarah von Schaf Production und in dieser Folge soll es um die Frage gehen, brauche ich wirklich einen Embossing-Föhn, beziehungsweise einen Heißluftföhn, einen Bastel-Heißluftföhn. Diese Frage bekomme ich ziemlich oft gestellt, ob denn nicht auch ein normaler Föhn ausreichend ist, um zum Beispiel Embossing-Puder zu erhitzen. Und diese Frage möchte ich mit diesem Video gerne mal klären. Ich habe mir hier verschiedene Föhne zusammengesucht. Zum einen natürlich den ganz normalen Heißluft-Bastelföhn. Man sieht auch schon von der Größe her, der ist ziemlich praktisch und handlich. Und es gibt aber auch andere Arten von Heißluftföhnen, zum Beispiel so ein Modell hier. Das ist ja ein Föhn mehr für den Handwerkerbedarf, würde ich mal sagen, wenn man zum Beispiel alte Farbe abbrennen will und dann mit einem Spachtel abmacht. Und ich habe natürlich auch mit diesem das Ganze mal ausprobiert. Ob das Ergebnis was geworden ist, das siehst du gleich. Dann habe ich mir aber natürlich noch verschiedene Haarföhne zur Hand genommen, denn das ist die große Frage, um die es hier immer geht. Dann habe ich einmal so ein Modell hier. Dann habe ich noch hier so einen kleinen Reiseföhn und zu guter Letzt habe ich mir hier mal so ein Modell besorgt. Ich nenne jetzt hier keine Marken oder Namen, aber ich denke, jeder weiß, um was für einen Föhn es sich hier handelt. Fangen wir aber mal an beim ganz normalen Heißluftföhn. Also beim Bastel-Heißluftföhn, den ich immer auch in meinen Videos verwende. Also so ein Föhn ist natürlich schon darauf ausgelegt, dass er für die Anwendung perfekt passt. Das heißt, es kommt quasi mehr Hitze raus, als dass der Föhn Luft bläst. Das ist bei einem Haarföhn dann zum Beispiel wieder ganz anders. Da kommt viel mehr Luft raus, als bei einem solchen Föhn. Und ich nehme jetzt hier mal, um dir das zu verdeutlichen, ein und denselben Stempel, mit dem ich einfach mal einen Stempelabdruck mache, Embossingpuder draufgebe und dieses dann erhitze. Bei dem ersten Beispiel hier, bei dem Embossingföhn, kannst du sehen, das Ganze funktioniert genauso gut wie in meinen ganzen Videos immer. Das Ergebnis kann aber tatsächlich vom Papier etwas abweichen. Also es gibt natürlich sehr stark saugendes Papier. Da wird das Ergebnis ein bisschen anders als Papier, wo sich das Embossingpuder dann schön drauflegt. Aber du kannst sehen, das Ergebnis ist am Ende richtig schön glänzend geworden und ja, ziemlich gleichmäßig. Und das Ganze mache ich jetzt auch mal mit dem Heißluftföhn, der eigentlich für den Handwerkerbedarf gedacht ist. Bei dem Modell, was ich hier habe, kannst du sehen, da kann ich hier hinten auch noch ein paar Einstellungen treffen. Da gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Modelle und Varianten und Qualitäten. Es gibt auch Heißluftföhne, wo man das nicht einstellen kann. Aber hier kann ich zum Beispiel die Temperatur, ich glaube, bis 650 Grad einstellen. Je heißer so ein Föhn ist, desto schneller erhitzt sich natürlich am Ende auch das Puder. Und das ist natürlich mit diesem Modell hier sehr vorteilhaft. Man muss aber allerdings schon ein bisschen damit umgehen können und ein Gefühl für das Embossingpuder und das Papier haben, um genau den Punkt zu treffen, wo man den Föhn dann wieder am besten entfernt, bevor es dann schief geht. Ja, und auch in diesem Beispiel siehst du hier, ich habe das Embossingpuder wieder auf den Kreis draufgegeben, erhitze dies und das funktioniert ganz wunderbar. Denn der ist darauf ausgelegt, richtig Hitze vorne abzugeben. Ich habe ja hier auch nochmal extra so eine Düse drauf gemacht, also die kann man auch abmachen. Aber das tut quasi vorne nochmal richtig schön die Hitze so komprimieren und auf die Stelle perfekt aufbringen. Also du siehst, da gibt es schon mal fast keinen Unterschied. Ich mache dann gleich nochmal einen groben Vergleich und sage dir nochmal Vor- und Nachteile. Kommen wir aber erstmal zu den Haarföhnen. Das hier ist so ein typisches Modell, wie es wahrscheinlich jeder irgendwie zu Hause hat in irgendeiner Art und Weise. Aber trotzdem sind sie alle ziemlich unterschiedlich. Alleine schon die Hitze, die vorne rauskommt, kann variieren. Die ist vielleicht auch nicht so gleichmäßig und bei den Haarföhnen ist es natürlich so, dass sie wesentlich mehr Luft wälzen. Also ich musste auch beim Föhnen aufpassen, dass mir nicht das Puder durch die Luft fliegt. Ja, wichtig ist natürlich auch hier, das kann auch je nach Papier variieren, dass dir bewusst ist, dass man durch die Luft, die ja vorne rauskommt, das Puder auch wieder vom Papier abblasen kann. Aber das siehst du gleich nochmal bei meinen Beispielen im Detail. Jetzt erhitze ich erstmal mit diesem Föhn einen Kreis hier auf meinem Beispielblatt und dem Embossingpuder. Und vielleicht fällt es dir hier schon mal auf, dass Embossingpuder reagiert gar nicht gleich so wie bei den Heißluftföhnen. Das heißt, bei einem Haarföhn muss ich wesentlich mehr Zeit aufbringen als bei einem Heißluftföhn. Wenn man das nur mal macht, kann das natürlich okay sein. Aber selbst das Ergebnis, die Qualität des erhitzten Puders ist nicht das gleiche am Ende. Du kannst hier schon sehen, dass es sehr lange dauert und das heißt, je länger ich auf dem Papier bin, dann ist es an einer Stelle vielleicht heiß und an der anderen ist es noch nicht erhitzt, das Puder. Und dann fängt es an der Stelle, wo es schon erhitzt war, an irgendwie komisch zu werden. Und das ist natürlich was
was wir nicht wollen. Es soll schön gleichmäßig aussehen, schön sich über das Papier gleichmäßig drüber legen, das Motiv zur Geltung bringen und nicht so wischiwaschi aussehen. Du kannst hier auch mal den direkten Vergleich der Kreise sehen. Aber machen wir mal weiter mit dem kleinen Reiseföhn. Bei dem Reiseföhn ist es ja fast genauso wie bei dem normalen Haarföhn, den man jetzt vielleicht eher zu Hause verwendet. Es braucht einfach seine Zeit. Bei dem Reiseföhn ist es noch so, dass die Qualität, die da vorne rauskommt an Luft und an Hitze, dem Preis entspricht, den man so dafür bezahlt. Das heißt, mit dem Reiseföhn dauert es noch mal mehr Zeit als wie mit dem normalen Haarföhn. Aber an dieser Stelle sei noch mal gesagt, nicht jeder Haarföhn ist auch gleich. Es kann auch Haarföhne geben, da funktioniert es vielleicht gar nicht. Bei dem Reiseföhn habe ich jetzt hier das Problem, dass ich einfach super lange drauf bin und am Ende ist es nicht mal komplett erhitzt, sondern wenn ich mit dem Finger drüber gehe, gibt es immer noch Stellen, die ich quasi wegreiben kann. Aber ich war einfach schon so lange drauf und ich habe ja den Föhn so quasi direkt vor das Papier gehalten, um das Ganze zu erhitzen. Und es bringt einfach nicht das gewünschte Ergebnis. Ich habe hier noch einen dritten Haarföhn im Repertoire, womit ich das probiert habe. Und zwar ist das so ein Modell hier. Das ist ein etwas höherpreisigeres Modell. Damit habe ich das natürlich aber auch mal probiert. Das habe ich mir jetzt mal besorgt, denn mich hat auch mal der Vergleich innerhalb der Haarföhne interessiert, wie gut die Ergebnisse oder wie schlecht die Ergebnisse werden. Und auch hier, ich habe den Kreis abgestempelt und das Puder draufgegeben und gehe jetzt mit dem Föhn direkt darüber. Erst einmal ist es hier natürlich etwas schwieriger, durch diesen kleinen Schacht, wo ja die Luft rauskommt, das genau zu positionieren. Also es ist schon so ein bisschen, dass sich das mehr verteilt oder man muss mehr gucken, dass man das richtig drauf hat. Aber mit diesem Föhn habe ich einfach nach 3 Minuten aufgehört, denn es hat sich einfach nichts getan. Es ist einfach nicht genügend Hitze, die da vorne rauskommt und sehr viel Luft auch und das Puder wollte sich einfach nicht erhitzen. Es hat sich so leicht dahin gekrümelt. Man kann es vielleicht ganz leicht erkennen hier im Videobild, aber wirklich erhitzt und sich mit dem Papier verbunden hat es nicht. Ich habe das dann einfach abgebrochen und bin dann mal mit dem Finger über diesen Kreis drüber gegangen und du kannst hier sehen, das Puder hat sich eigentlich auch komplett wieder gelöst. Also es hat so überhaupt gar nicht funktioniert und du kannst quasi auch schon durch diese 3 verschiedenen Haarföhne sehen, wie unterschiedlich die Ergebnisse werden können. Aber so ein richtig tolles Ergebnis ist bei keinem von allen rumgekommen. Also von daher, es lohnt sich auf jeden Fall ein Heißluftföhn, mit dem man direkt die Hitze gezielt darauf geben kann und ja, der ja eigentlich auch für sowas gedacht ist. Und ich habe mir extra nochmal die Zeiten rausgeschrieben, wie lange die einzelnen Föhne gebraucht haben, um das Embossingpuder zu erhitzen. Oder auch nicht. Angefangen bei dem Bastel-Heißluftföhn, der hat für das Ganze 20 Sekunden gebraucht. Dann haben wir ja hier den Handwerker-Heißluftföhn sozusagen. Der hat für das Ganze 10 Sekunden gebraucht, also gerade mal die Hälfte der Zeit. Und an dieser Stelle nochmal ein wichtiger Tipp. Beim Erhitzen vom Papier, von Embossingpuder, ist es ja so, dass sich das Papier wellen kann. Es kann je nach Qualität des Papiers mehr sein oder weniger sein, aber dass es ganz glatt bleibt, das ist meistens nicht. Ich habe auch schon mal ein extra Video gemacht, wo ich dir erzähle und zeige, was du machen kannst, wenn sich das Papier wellt. Das verlinke ich dir am Ende nochmal. Aber ja, so ganz vermeiden lässt sich das nicht. Es gibt aber einen Trick und zwar kannst du deinen Föhn vorheizen lassen. Das heißt, wenn du den Föhn einschaltest, ist ja nicht gleich die komplette Hitze vorne, die ankommt. Aber es geht ja schon Hitze trotzdem auf das Papier drauf. Das heißt, das Papier hat schon mal Zeit zu reagieren. Es ist ja warme Luft da und dann wellt sich das quasi viel schneller und viel intensiver. Das heißt, ich würde dir empfehlen, den Heißluftföhn erstmal kurz heiß werden zu lassen und dann auf das Papier zu halten und das Embossingpuder zu erhitzen. Dann ist dieses Problem, dass sich das Papier wellt, schon mal etwas geringer auf jeden Fall. Aber wie gesagt, auch hier spielt das Papier wieder eine wichtige Rolle. Und die Zeiten von den Haarföhnen, fangen wir mal an mit dem hier. Der hat über 4 Minuten gebraucht. Im Gegensatz zu dem Reiseföhn, der hat über 4,5 Minuten gebraucht und es war nicht alles erhitzt. Und das Ergebnis, man kann es sehen, ist einfach viel zu ungleichmäßig. Auch bei dem anderen Haarföhn, das hat sich quasi schon in das Papier reingebrannt. Man sieht eigentlich gar nicht den Effekt vom Embossing. Ja, und zu guter Letzt haben wir noch dieses Modell hier. Da habe ich einfach nach 3 Minuten aufgehört, weil sich einfach so überhaupt gar nichts getan hat. Außer, dass es so ein bisschen bubbeliger wurde, sage ich mal. Und von daher kann man auch schon da sehen, dass es quasi im Raum steht 10 Sekunden zu fast 5 Minuten. Okay, das ist ja schon alleine die Zeit beim Basteln, wo man dann vielleicht auch einfach keinen Bock mehr hat. Und ja, was es einen so ein bisschen vielleicht vermiesen kann. Also ich kann dir nur die Empfehlung aussprechen, dir so einen Heißluftbastelföhn zuzulegen. Oder vielleicht hast du ja auch so einen kleinen Heißluftföhn schon aus dem Baumarkt oder so einen Handwerker
Heißluftföhn, womit du das einfach mal probieren kannst. Alternativ kann man das auch zum Beispiel einfach mal über den Toaster halten. Das habe ich einmal probiert, weil mir das gesagt wurde, dass das funktioniert. Das funktioniert tatsächlich. Aber auch da ist das Ergebnis einfach nicht so toll und so brillant und so gleichmäßig wie mit einem Heißluftföhn. Und von daher würde ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, dir so einen anzuschaffen. Die sind auch nicht teuer. Die kosten so, ich sag mal, im Schnitt zwischen 15 bis 30 Euro. Das geht natürlich auch wesentlich teurer. Und gerade wenn man etwas mehr damit machen will, dann lohnt sich das auf jeden Fall auch alleine von der Zeit her. Man kann ja auch irgendwo das Stromgeld dagegen rechnen. Also man kann es ja hier noch in die Tiefe treiben. Aber wir bleiben jetzt einfach mal realistisch, weil man will ja auch die Lust an dem Ganzen behalten. Also ich hoffe, dass ich damit die Frage klären konnte und du einen guten Überblick bekommen hast, was die Unterschiede sind, wie die Ergebnisse am Ende unterschiedlich aussehen und kannst nun für dich besser einschätzen, ob sich das lohnt oder nicht. Ich empfehle auf meiner Website unter Shop My Daily Life auch einen Embossing-Föhn. Da kannst du gerne vorbeischauen, kriegst den direkten Link dazu und ja, wenn du noch keinen hast, dann kannst du dir einen zulegen. Ich verlinke dir jetzt nochmal das Video, was du tun kannst, wenn sich das Papier wälzt. Ja, damit sollten dann den perfekten Ergebnissen eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Erzähl mir gerne deine Meinung dazu unten in den Kommentaren. Ich bin gespannt, ob du vielleicht sogar schon einen hast oder dir das jetzt die Entscheidung erleichtert hat und du dir vielleicht einen kaufst oder nicht. Lass es mich gerne wissen. In diesem Sinne, wir sehen uns dann im nächsten Video und vielleicht verwende ich da ja auch wieder einen Embossing-Föhn. Bis dann!